von der Computex 2009. Wir sind hier beim Shuttle-Stand und hier seht ihr das X50, das es schon seit einiger Zeit in Deutschland zu kaufen gibt. Und zwar ist es diesmal mit Windows 7 ausgestattet, welches uns einen besseren Umgang mit einem Touchscreen bietet. Zum Beispiel hier seht ihr, haben wir einmal Internet Explorer offen. Und wenn wir hier jetzt einfach etwas reinschreiben wollen, können wir es auswählen. Dann hier mit dem Keyboard einfach reinschreiben wie msn.com zum Beispiel. Und wenn ihr die Tastatur kleiner haben wollt, dann müsst ihr einfach hier oben hinklicken und könnt es größer oder kleiner machen. Oder auf die Seite schieben. Aber eigentlich ist das Interessante die extra Programme, was uns Shuttle mitliefert. Aber gehen wir zuerst mal um das Gehäuse rum. Hier unten sehen wir die LEDs für Statusanzeigen. Oben haben wir eine 1,3-Megapixel-Kamera und ein Mikrofon. Auf der linken Seite haben wir Lautsprechereinstellungen, dann den Knopf, weiß ich nicht genau, was er ist. Hier oben haben wir einen An- und Ausschaltknopf und einen Stylus. Dann haben wir zwei USBs und noch den Power-Eingang. Auf der Rückseite haben wir Kensington. Hier, das können wir abmachen, damit wir es an die Wand hängen können, wie hier. Dann ist er sehr dünn und ja, wir können sehr viel Platz sparen. Man muss nur, dadurch, dass das Stromkabel an der Seite ist, können wir es wirklich sehr platzsparend an die Wand hängen. Dann haben wir hier noch einen VGA-Port, damit wir ihn noch an unseren eventuellen Fernseher anschließen können. Auf der anderen Seite haben wir einen Cardreader, noch drei USBs, dann zwei Audio-Outs und ein Mikrofon, Netzwerk. WLAN ist nicht eingebaut, aber hier haben wir noch Lautsprecher. Kommen wir zur dieser Seite, dann haben wir hier gar nichts. Und kommen wir zu dem speziellen Programm, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wir haben hier einmal das X50, das ist so eine Oberfläche, wie wir sie schon vom EPC kennen, diese mit Easy Mode. Jetzt die Tastatur brauchen wir nicht. Hier können wir uns Fotos, Musik, einfach, hier können wir Fotos und Musik einfach abspielen. Und das ist ja jetzt Musik, dann können wir wieder zurückgehen, das Musikfenster bleibt da, spielt im Hintergrund. Bei Fotos können wir einfach die Fotos anschauen, hoch und runter gehen, funktioniert wunderbar flüssig. Technischen Daten seht ihr hier, nichts Besonderes, wie immer nur 1 GB RAM, aber mit dem Dual-Core-Prozessor von Atom. Aber auf unserer Webseite könnt ihr den Test bald lesen. Dann, wenn wir zurückgehen, und zwar hier bei Exit. Wir haben bei Messenger haben Skype und MSN, sehr gut. Bei Internet geht dann einfach Firefox auf oder Internet Explorer, je nachdem was ihr einstellt. Und beim Kalender könnt ihr für den jeweiligen Tag eine Notiz hinschreiben und hier oben verschiedene Sachen auswählen, wie was Dickeres oder das Ganze löschen, andere Farbe. Nehmen wir mal das Dickste und dann können wir hier ganz einfach entweder mit unserem Finger oder mit dem Stylus, der an der linken oberen Seite versteckt ist, hier einfach Sachen hinschreiben. Von der Computex 2009, Balaschka für endevil.com, der X50 von Shuttle.